Hat man eigentlich schon die Pokalauslosung zum großen Fest gemacht. Da saßen dann Spieler, Funktionäre und die Fans schön beieinander. Und natürlich hat man sich auch für den heutigen Tag X so etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Zunächst gab es das obligatorische Mannschaftsfoto, dieses Mal allerdings schon mit Pokal für die gesamte Saison. Und das ist besonders, das sind nämlich die 11, damit schon die Aufstellung für das heutige Spiel, die dabei sein werden. Und das ist natürlich ganz groß. Herzlichen Dank, kann ich dann nur sagen. Große Ehre, ist hier auch wunderbar und wohlbehalten angekommen, dieses Trikot der Spielvereinigung anzunehmen. Für den heutigen Tag. Und das ist nicht etwa nur ein schnöder Marketing-Gag, sondern davon sind insgesamt nur 50 Stück hergestellt worden. Echtes Liebhaberstück also. Und das Ganze fein säuberlich notiert, hier signiert mit dem Tag X, mit DFB-Pokal 10.8. Spielvereinigung Ansbach gegen den Karlsruher Sportclub. Einziger Nachteil an diesem Trikot ist nur, wer es hat, darf keinesfalls einfach so mitspielen. Deswegen stehe ich hier im Studio. Aber vielleicht hat auch deswegen gerade die Spielvereinigung Ansbach heute eine echte Chance. Markus Othmar. Das sind die Franken, die heute ohne dich die Sensation schaffen wollen. Das ist unsere Chance. Wir sind bei Standards richtig stark. Wenn die uns da ein bisschen unterschätzen, dann können wir da unsere Dinge machen. Aber ganz konzentriert. Trainer Rainer Eisenberger mit 602 Einsätzen, Ansbach Rekordspieler. Ein Eigengewächs wie fast die komplette Mannschaft der Spielvereinigung. Aus der heutigen Startformation nur der Torhüter Tom Raffel, nicht aus der eigenen Jugend. Die erste gefährliche Standardsituation gegen die Amateure. Antonio da Silva, der Neuzugang. Und genau deswegen haben sie ihn geholt. Tolles Tor vom neuen Spielmacher, begünstigt durch einen dicken Fehler vom früheren U17-Nationalkeeper Tom Raffel. Ein kleiner Schritt in die verkehrte Richtung und der große Tiefschlag für den Ansbacher Pokaltraum. Toller Einstand natürlich für den Heinal-Nachfolger. Erstes Pflichtspiel, erstes Tor für den Neuzugang. Und so sieht es aus, wenn sein Trainer Ede Becker richtig glücklich ist. Zwei Minuten später wieder ein Standard, wieder gegen die Spielvereinigung und wieder Antonio da Silva. Sebastian Frey ist ganz allein. Karlsruhes bester Torschütze in der Rückrunde der letzten Saison ist in guter Frühform. Zwei starke Minuten, zwei Tore für den erstgegenden Fünftligisten. Philipp Lechner verlängert hier unglücklich. Und Tom Raffel ohne Chance. Fünf Spieler sind 21 oder jünger in Rainer Eisenbergers Mannschaft, die trotz des frühen Rückstands ihre Chance weitersucht. Sebastian Kamberger und Sebastian König. Er will Physiotherapeut werden und noch viel lieber heute ein Ansbacher Pokalheld für die Ewigkeit. Die Mittelfranken erfrischen offensiv und offen. Karlsruhe nützt die Räume. Sebastian Freis und Königs sauberes Tackling gegen Mutzel, was Schiedsrichter Florian Steuer leider übersieht. Ein unberechtigter Elfmeter, er spielt klar den Ball. Tom Raffel gegen Alexander Jaschwili. Das ist sein erstes Tor für den KSC überhaupt. 0-3 der Halbzeitstand. Und das ist die Halbzeitanalyse aus der Ansbacher Kabine. Wir haben alle Möglichkeit gehabt, ein Tor zu machen. Ja? Aber die haben es eiskalt ausgenutzt und wir waren zu ängstlich. Das legen wir jetzt ab. Wir brauchen den Kopf hängen lassen. Die Standardsituation, auf die Ansbach hofft, hat auch in Halbzeit 2 der KSC. Toni da Silva. Staffels. Macht das ganz fein gegen König. Wieder da Silva, Eichner und Edmond Kaplani. Er ist Karlsruhes Rekordeinwechselspieler, kam zur Halbzeit für den leicht angeschlagenen Joshua Kennedy. Und der Albaner setzt sich schön durch gegen Florian Bauer und Sebastian Mechnik. Jetzt ist es eine klare Geschichte für die Badener, bei denen inzwischen auch Carnell und Porcello im Spiel sind. Toni da Silvas Tänzchen gegen Achim Katlubowski und wieder Porcello. Ansbachs Kapitän und sein Zweikampf gegen da Silva seit 1991, seit der U13 spielt er bei der Spielvereinigung. Das ist sicherlich der Höhepunkt seiner Karriere
auch wenn der Gegner übermächtig ist. Ein faires, in der zweiten Halbzeit eher freundschaftliches Spiel. Da Silva, Bradley, Carnell und Raffel. Er verhindert Schlimmeres. Carnell für Mutzel im Spiel, der wegen einer Muskelverletzung zum Bundesliga-Start auszufallen droht. 4000 Zuschauer und vor allem die 11 Spieler auf dem Feld hoffen auf das Ehrentor. Sebastian Kamberger, Manuel Fischer und Dominik Stolz. Der Jugendspieler hat die letzte Chance in einem sehr einseitigen Pokalspiel zwischen dem Bayern und dem Bundesligisten, bei dem sein Einstand als Spielmacher gelungen ist, Antonio da Silva. Und das ist sicherlich eine der wichtigsten Erkenntnisse für Karlsruhes Trainer Ede Becker. Dann von Anfang an konzentriert zur Sache gegangen und gesehen, dass die Mannschaft voll hinter mir steht und mich voll motiviert. Und Gott sei Dank habe ich die Mannschaft so mit meinem ersten Tor für die Karlsruhe auch einen entscheidenden Schub gegeben. Und so haben wir auch das Ding souverän nach Hause gefahren. Absolut verdienter Sieg. Wir sind ein bisschen enttäuscht, weil wir es nicht geschafft haben, das umzusetzen, was wir uns vornehmen. Aber so ist es halt. Ansbachs Traum von Schalke, Hamburg oder Bayern ist vorbei. Am Mittwoch geht's für Rainer Eisenbergers Team zum VfL Frohnlach. Aber vielleicht gibt es eine neue Chance mit neuem Trikot im nächsten Jahr. Und beim KSC muss man sagen, bleibt es dabei wie in der Vorbereitung gegen unterklassige Vereine. Alle Spiele souverän mit vielen Toren und zu Null gewonnen. Richtig ernst wird es nächste Woche auch hier bei uns. Dann geht es gegen Bochum in der Bundesliga. Damit kommen wir auch gleich zum nächsten Herausforderer. Das ist durchaus